Herr Lamberti. Das, meine Damen und Herren, das ist Gerd Lamberti, sozusagen der Schuhverkäufer für Pferde. Nein, im Ernst. Natürlich der Hufschmied des Chio 2014. Was sind denn so die häufigsten Anlässe, Hand anzulegen? Lose Eisen, abgetretene Eisen, wenn die mit den Hinterhufen sich in den Vordereisen reingreifen, gibt es mal Eisen verloren, die werden dann wieder angebracht. Er ist ein ganz geduldiger Kamerad. Sind die alle so? Dieses Pferd ist wirklich sehr geduldig, muss ich sagen, sehr angenehm. Und dieser Pferd, die sind nicht so geduldig, jetzt wird er ein bisschen ungeduldig. Wir lassen ihn mal kurz treten. Wie gesagt, gerade muss man eben das Gefühl haben, wenn die Pferde mal runter möchten. Er hat gemerkt, dass wir über ihn reden. Ja, dass wenn die Pferde eben etwas nervöser sind, dann muss man dann mit einem anderen Gefühl rangehen. Und dann klappt das schon. Gerd Lamberti, ich habe einen alten Kindheitstraum. Möchte auch mal Hufschmied sein. Ja, gerne. Dürfen wir mal tauschen? Ja, gerne. Ja? Okay. Super. So ist besser. So wird's. Bis zum nächsten Ski und noch ein bisschen üben. Ja, wieso sind Hufeisen eigentlich dafür bekannt, dass sie Glück bringen? Warum sie bekannt sind, dass sie Glück bringen, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, dass sie Glück bringen sollen. Und was wichtig ist, wenn man sie aufhängt, immer schön mit der Öffnung nach oben, dass das Glück auch reinfallen kann. Nicht mit der Öffnung nach unten, dann fällt das Glück wieder raus. Okay, was dazugelernt. Bisschen schief, ne? Oder? Manfred, ich möchte dir dieses Hufeisen noch mitgeben, damit du weiterhin auch viel Glück hast. Das ist auch eine Überraschung. Dankeschön, Gerd Lamberti. War schön, dich kennenzulernen.